Die globale Pandemie hat enorme Auswirkungen auf unsere Welt, unsere Kultur und unser Selbstverständnis. Aber es gibt noch andere Plagen, die uns heimsuchen. Und wen die Götter vernichten wollen, den berauschen sie mit Macht. Die göttlichen Mühlen mahlen langsam und sehr fein. Die Biene bestäubt die Blume, die sie beraubt. Macht, wahre Macht, bedarf der Tarnung. Und wer diese Maske aufsetzen, diesen Maskentanz tanzen möchte, der muss sich und seine Identität völlig aufgeben. Man muss letztendlich vor das Publikum treten und vor Gott und sich selbst auslöschen.